Tierchen genauer an. Hummeln sind die ersten Bestäuber im Jahr. Schon früh krabbeln die Königinnen aus ihrem Versteck. Ihre Muskeln zittern, bis ihnen warm wird, und dann geht es los zur ersten Mahlzeit. Sie brauchen jetzt Kraft, um einen Nistplatz zu suchen und ein neues Volk zu gründen. Wer eine solche Königin in seinen Garten lockt, hat Glück. Denn Hummeln versprechen reiche Ernten. In ihrem dichten Pelz bleibt viel Blütenstaub hängen. Ihre Bestäuberleistung ist enorm. Anders als Bienen fliegen sie auch bei kaltem Wetter. Und sie besuchen viele Blüten, die Bienen nicht anfliegen. Für jeden Garten sind sie ein Gewinn. Andreas Karnitz weiß das und noch viel mehr über Hummeln. Eigentlich wollte er sie nur in den Garten locken, um seine Kiwis zu bestäuben. Aber dann hat ihn das Hummelfieber gepackt. Mittlerweile stehen in seinem Garten 21 Hummelhäuser. Und er sorgt sich, wenn, wie hier, eine Königin nicht zurückkehrt. Vielleicht ist diese hier gegen ein Auto geflogen und gestorben. Das ist das Honigtöpfchen, das die Hummel als erstes baut, um ihren Vorrat anzulegen. Und das ist die Larvenwiege, wo die ersten Larven drin sind, die ausgebrütet werden. War eine Steinhummel, eine Rückkehrerin, die ihr Haus also selber gefunden hat. Die kannte es noch vom vorigen Jahr und ist leider verschollen. Und wenn eine Hummelkönigin verschollen geht, fehlen dann so ca. 250 neue Königinnen. Karnitz Hummelhäuser sind alle selbst gebaut und individuell. Sie stehen geschützt an schattigen Plätzen, denn sie dürfen im Sommer auf keinen Fall überhitzen. In diesem hier wohnt eine Steinhummelkönigin, die schon ganz selbstverständlich ihre Hummelklappe benutzt. Diese Klappe macht Karnitz im Frühjahr viel Arbeit, denn er muss die Tiere langsam daran gewöhnen. Aber sie schützt die Völker vor den aggressiven Wachsmotten und Kuckuckshummeln. Zeitig im Frühjahr wird die Klappe vorbereitet, der Eingang wird gesichert mit einem Draht, sodass die Klappe oben bleibt, die Hummel also Zugang hat, rein raus kann. Und wenn dann der Mutterinstinkt losgeht, wird das Draht Stück für Stück gekürzt, was man zum Schluss ganz rausnimmt und die Klappe auflegt. Und das Betätigen macht dann die Hummel selber. Die kleinen Ackerhummeln, die hier in dieser Reihenhaussiedlung leben, suchen nahe beim Stock Nahrung. Seitdem sie da sind, ernten die Gärtner im Umkreis deutlich mehr. Insgesamt 8 verschiedene Hummelarten konnte Karnitz bereits in seinen Leipziger Garten locken. Das ist erstaunlich, denn Hummeln werden immer seltener und stehen unter strengem Schutz. In unserer aufgeräumten Landschaft fehlen ihnen geschützte Verstecke und verlässliche Nahrungsangebote, zum Beispiel durch Ackerunkräuter. Ganze Völker verhungern im Sommer zwischen Monokulturen. Den Hummeln würde es bestimmt gefallen, wenn es ein paar Hummelfreunde mehr in Deutschlands Gärten geben würde.